Da die das Wetter ja gemeldet hatten, haben wir heute Morgen, so wie die ganze andere Woche, um 2.15 Uhr mit einer Kontrollfahrt den Dienst begonnen. Aufgrund der gemeldeten Wetterlage haben wir dann alle Fahrzeuge, die uns zur Verfügung stehen, alarmiert und haben eine vorsorgliche Streuung durchgenommen, dass Salz auf den Straßen liegt. Und gemeldet war Schnee ab 6 Uhr, der Niederschlag. Der hat etwas später eingesetzt, relativ heftig. Und seitdem sind wir aktuell noch draußen mit allen Fahrzeugen. Die ersten Fahrzeuge kommen jetzt rein und melden, dass die Straßen frei sind. Probleme hatten wir natürlich durch die Autofahrer, die selbst nicht weiterkamen. So ein Streuauto lässt sich noch ein bisschen schwieriger fahren wie ein normaler PKW. Und mit einem 3,60 Meter breiten Schild am Lastauto kommt man natürlich auch nicht mehr durch, wenn die Autos quer stehen. Somit ist es für uns auch recht schwierig im Berufsverkehr durch den Verkehr durchzukommen. Da stehen wir auch mit im Stau, aber mittlerweile hat sich das alles im Griff. Die Platte ist unser Bereich. Da sind wir, wie gesagt, den ganzen Tag schon unterwegs. Fährt ein Auto nur auf der Platte und das Stück 275 Itstein Neuhof. Und der ist seit heute Morgen unterwegs. Da werden wir, wenn wir jetzt Autos und Kapazitäten frei haben, noch ein zweites Auto mit dazu nehmen, damit wir die Mitte freiräumen können. Und dann sollte sich das in den nächsten Stunden auch erledigt haben. Die Wetterprognose ist, es soll etwas wärmer werden, es soll in Regen übergehen. Dann hoffen wir, dass es nicht friert, weil wir genug Salz in den Straßen liegen haben. Wir haben, ich denke mal, um die 100 Tonnen Salz verstreut bis jetzt. Und wie gesagt, wir sind ja da, aktuell um die 24 Stunden im Drei-Schicht-System. Und ja, wir werden weiterfahren, das im Auge behalten. Die Jungs sind alle draußen auf der Strecke und beobachten das und sind am Freiräumen und Streuen. Und das kriegen wir in den Griff.